Ich glaube, das Programm sucht dann immer selbsttätig nach der EEP-Version. Aber ganz ehrlich, ich bleibe lieber bei meinem EEP6. Also EEP 6.1 Classic. Gibt es wenigstens immer wieder auch Zeitpunkte, wo man weiß, da gibt es jetzt wieder neue kostenlose Modelle. Da freut man sich dann auch wieder drauf. Und wäre das zum Beispiel hier nicht mit. Was ist das da für eine Spiegelung? Ist halt nur das Problem, dass halt in EEP gibt es nicht so eine große Freeware-Community wie für einen Train Simulator. Weil ich meine, das Spiel lebt ja von seiner Community. Wird ja auch schon wieder langsam Nacht. Ruhig mal auf dem seine Geschwindigkeit ein, das müssten 90 sein. So, ich bin mit genüsslichen 90 Kilometer hinter mehr. Friedrichshafen ist ja sowieso immer eine Ampel mit schön langer Schaltzeit. Was habe ich gesagt? So, jetzt heißt es erstmal warten. Das Ding mal umschalten. Danke. Bräuchte ich sowas wie in Dresden? Die meisten Ampeln haben so eine Anmeldevorrichtung, wie es für die Busse und Straßenbahnen gibt. Ja, natürlich. Oh. Ich glaube, der ist AFK. So, auf nach Göteborg.
Folge ich dem einfach mal. Wieso gibt es hier eigentlich keinen. Das wäre es eigentlich fürs nächste Update. Abstandsregeltempomatten. Als sozusagen Abstand einstellt, dann fährt man so schön hinter Vordermann. Und so viele Kilometer sind es jetzt nicht mehr. Kann da bloß noch ein Problem werden, die Lieferadresse zu finden. Also es ist ein Steinbruch, die sind immer etwas außerhalb der Orte gelegen. Ist ja nicht Kiruna. Nordschweden. Wohl mit. Glaub was. Also recht nah am. Das. Es gibt halt ein Gebiet. In Nordschweden. Wo halt sehr viel Eisenerz vorkommen sind. Hätte man vielleicht sogar mit Spiel hier mit integrieren können, aber dann wäre die Karte noch um einiges größer geworden. Weil es liegt nördlich vom Polarkreis. Und auf jeden Fall gibt es dort in der. Was ist ich, auf jeden Fall recht nah an der Stadt dran. Gibt es ein riesiges Bergwerk. Recording, Polen. Okay. Oh, da kann das sein, dass er mich vielleicht gerade gefilmt hat. Muss ich mal rauskriegen, wo der das dann hochlädt. Ich hasse es, wenn es mir immer aufstößt. Da jetzt für eine Bodenwelle. Die Bodenwelle des Todes. Und hier muss ich abliegen. So wieder ein Radarfalle. Ach du Heiliger, ist die Straße hier schmal. So einen schönen großen See.
Stoffschild halte ich mich doch dran. Nordic Stenbrot. Ist hier irgendwo. Ist hier irgendwo noch eine Zweigstelle von Aria? Von diesem Lebensmittelprozenten? Okay, jetzt heißt Lager sondieren. Dort oben muss ich abliefern. Das heißt, ich muss hier irgendwie lang. Wo war das? Da oben. Nein! Hängen geblieben. Wie steht denn der Aufleger da oben? Die Fracht nehme ich nicht an. Und... Och! Nein! Da unten muss ich es abliefern noch. Sakraleg. Das ist hier eine Verkehrsführung. Hätte ich mir schön den Umweg hätte ich mir sparen können. Was soll's? Das war vielleicht eine Fahrt. Und jetzt fangen wir mal. Nach Amsterdam, nach London. Alles auf Anfang. Machen wir hier dahin zurück, wo wir herkommen. Jetzt war die Fracht, die so blöd da stand. Memory. Oh. Heilige. Ach. Ordentlicher Höhenversatz drin. Hoppala. Da hat was geschliffen. Mm-hmm.